Hallo, wir haben angerufen. Ich bin Adrian Monk, das ist Natalie Tiger. Wir helfen der Polizei bei einem wichtigen Fall. Wie geht's Ihnen? Mir geht's gut. Schön, schön. Hallo. Wie geht's? Ja, wie geht's? Sie dürfen nicht beleidigt sein. Wei Ling hat seit 9 Jahren nichts mehr gesagt. Ein Schweigegelübde. Er reinigt seine Seele. Das sollten Sie auch mal versuchen. Wir würden gern mit Meister Sie reden. Bitte, treten Sie ein. Der Meister hat immer Zeit für die Bedürftigen. Bitte, ziehen Sie die Schuhe aus. Oh. Oh. Ich muss Ihnen was sagen. Ich würde das lieber nicht tun, wenn Sie gestatten. Es gibt hier keine Ausnahmen. Sogar der Meister ist barfuß. Ich verstehe. Ich sag Ihnen was. Ich bin ein bisschen schüchtern. Ich laufe nie barfuß rum. Ich habe seine Füße noch nie gesehen. Ich habe sie auch noch nie gesehen. Wer weiß, vielleicht habe ich sogar 17 Zehen. Er ist gut. Heißt das, Sie wollen sich weigern? Nein, nicht nur das. Ich möchte Sie alle um einen Gefallen bitten, um einen persönlichen Gefallen. Ich möchte, dass Sie Ihre Schuhe wieder anziehen, wenn es nicht zu viele Umstände macht. Es tut mir leid, Mr. Monk, aber ich muss Sie beide bitten zu gehen. Wo wollen Sie hin? Das ist doch wohl nicht zu viel verlangt. Ziehen Sie einfach die Schuhe aus. Einfach aus. Okay. Okay. Sind die Teppiche vor kurzem gereinigt worden? Ich meine professionell. Das weiß ich nicht. Hat der Meister irgendwelche Kenntnisse über Fußpilz? Pilze und Bakterien können sich nämlich zwischen den Zehen einfach einnisten. Verdammte Scheiße, weg mit den Schuhen! Wei Ling, du hast gesprochen. Du musst noch mal von vorn anfangen. Ach, vergiss es.